Danke, Frau Präsidentin. Sie grüßt man ja gerne als Vorsitzende, Herr Minister, Herr Staatssekretär, vor allem werte Zuhörer auf der Tribüne und vor den Fernsehbildschirmen. Wir diskutieren ja das Budget für das nächste Jahr. Und wenn man die letzten 4 Jahre dieser Regierung anschaut, Herr Minister Rauch, dann hat diese Regierung 106 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. 106 Milliarden. Dieses Jahr, für das nächste Jahr, sind geplant 25 Milliarden neue Schulden. Und wenn man die Redner der ÖVP, der Grünen und so weiter hier im Parlament hört, dann hat man den Eindruck, alles ist gut, alles ist besser geworden. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stelle Ihnen die Frage einmal, gehen Sie in sich, ist Ihre Kaufkraft tatsächlich besser geworden? Haben Sie das Gefühl, dass die Regierung dazu beigetragen hat, dass es Ihnen besser geht? Stellen Sie sich auch die Frage, dass die gesundheitliche Versorgung in den letzten Jahren für Sie besser geworden ist? Und wenn man, nachdem die Pflege mehrmals angesprochen worden ist, mit den Pflegekräften spricht und auch in Pflegeheimen sich umsieht, sieht man, dass die Pflegekräfte wirklich ans Limit schon längst gegangen sind, ausgebrannt sind und in der Pflege in Wahrheit ja, ein wirklich sehr, sehr schwieriger Zustand vorliegt. Also, die Bilanz dieser Regierung für die letzten 4 Jahre ist alles andere als gut. Und Sie können heute und hier uns mitteilen, dass alles besser wird. Wieso haben Sie das die letzten 4 Jahre nicht gemacht? Sie haben Folgendes getan. 106 Milliarden Euro neue Schulden produziert. Alleine für die Covid-Politik haben Sie 50 Milliarden Euro mit beiden Händen beim Fenster hinausgeschmissen und haben damit massivste Kollateralschäden produziert. Sie haben Impfungen verschrieben, beworben, deren Wirksamkeit und Sicherheit, mRNA-Impfungen, bis heute nicht dokumentiert sind. Sie haben die Menschen in eine Impfpflicht hineingetrieben. Sie haben sie in eine Maskenpflicht, in eine Testpflicht hineingetrieben, mit der Konsequenz, dass 50 Milliarden Euro beim Fenster hinausgeschmissen wurden, ohne dass dafür ein Nutzen für die Menschen wirklich geschaffen wurde. Und dieses fatale Vorgehen zeige ich Ihnen anhand des Beschaffungsvorganges für die Impfungen. Herr Minister, Sie haben uns mitgeteilt im Gesundheitsausschuss, dass Sie bisher 61,1 Millionen Impfdosen bestellt haben. Das muss ja alles finanziert werden. Für 2023 plus 2024 350 Millionen Euro nur für die Impfungen, geschätzte Damen und Herren. Das ist Geld, das an allen Ecken und Enden Ihnen fehlt, auch uns fehlt. Überall fehlt das Geld. Und Sie stellen sich immer her, alles ist besser geworden, die Kaufkraft ist besser geworden. Das ist ja genau das Gegenteil ist der Fall. 61,1 Millionen Impfdosen. Das würde bedeuten 6 bis 7 Impfdosen pro Person in Österreich. 20,6 Millionen wurden verimpft. 9,7 Millionen Impfdosen wurden verschenkt. 18,7 Millionen Impfdosen sind abgelaufen. Herr Minister, Sie sind mir noch die Antwort schuldig. Was machen Sie denn mit diesen abgelaufenen Impfdosen? 11,3 Millionen Impfdosen wurden entsorgt. Ja, was hat denn das alles gekostet? Das ist ja fatal für die Bevölkerung. Geld, das nicht vorhanden ist, wurde also hier im höchsten Ausmaß verpulvert. Und den Gipfel hat aufgesetzt das Land Tirol mit einem Impfletter, datiert am 7. Oktober 2022, damit man die viel zu viel geschaffenen Impfungen, die massivste Kollateralschäden verursacht haben, die Impfschäden verursacht haben, die nach wie vor nicht anerkannt werden. Man muss heute sagen, es liegt Long-Covid vor, damit man als Impfgeschädigter überhaupt halbwegs normal noch behandelt wird. Das ist ja überhaupt ein Skandal. Sie lassen die impfgeschädigte Bevölkerung im Stich. Und ich zitiere aus diesem Impfletter des Landes Tirol vom 7. Oktober 2022, welchen Vorschlag hatte das Land Tirol, um die überschüssigen Impfdosen weiterzubringen? Ich zitiere: Es wird darauf hingewiesen, dass bei Personen ab 60 Jahren nach der 4. Impfung alle 4 Monate eine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen wird. Fatale Politik, eine Katastrophe, Herr Minister. So geht man mit der Gesundheit der Bevölkerung nicht um.